Hallo, ich bin Peri, ich singe im Kinderchor der Deutschen Oper Berlin. Ich treffe mich heute mit drei Musikern, die im Orchester Deutsche Oper Berlin Schlaginstrumente spielen. Hallo Björn, hallo Benedikt und hallo Rüdiger. Hallo Peri. In welchem Alter hast du angefangen, Schlagzeug zu spielen? So genau weiß ich das gar nicht mehr. Ganz früh habe ich schon den Küchenschrank ausgeräumt und auf den Töpfen rumgetrommelt. Aber richtig angefangen habe ich, als mein Papa, da hatte eine kleine Kapelle, er hat Klarinette gespielt und ich sollte dann die kleine Trommel spielen. Und da durfte ich dann mitspielen, so mit 9 Jahren. Also Pauke habe ich tatsächlich, glaube ich, erst mit 12 angefangen. Ich habe aber mit 9 angefangen, Schlagzeug zu spielen. Ich bin auch 9. Man lernt nämlich nicht einzeln Pauke, sondern man lernt alles Schlagwerk und man spezialisiert sich eigentlich erst am Ende. Tatsächlich habe ich mich erst wirklich spezialisiert, als ich dann die Stelle im Orchester hatte und seitdem spiele ich hauptsächlich Pauke. Ich wollte eigentlich auch Schlagzeug spielen lernen. Wo kann man denn Schlagzeug lernen? Ah, das ist ja toll, das höre ich ja erstmal total gerne. Also man kann Schlagzeug auf jeden Fall auch in der Musikschule lernen. Das ist genauso auch da ein Instrument wie Geige oder Klavier. Wie schnell kannst du spielen? Ich würde sagen, sehr schnell. Wahrscheinlich sind wir, also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Tremolo, einen Wirbel machen auf der kleinen Trommel, dann sind wir bestimmt die schnellsten im Orchester. Ich fand das gut, wie du schön, das gespielt hast. Schön, das freut hast. Mich zu hören. Toll. Ich kann ziemlich schnell trommeln, aber meistens pauke ich ja. Und wenn du jetzt zählen willst, wie viele Schläge ich schaffe, dann habe ich ausgerechnet, ich schaffe ungefähr 10 Schläge pro Sekunde über einen längeren Zeitraum. Ich kann dir das mal kurz zeigen. Das nennt man dann einen Wirbel, wenn man so schnell wie möglich viele Schläge macht. Ich fange mal langsam an. Cool. Danke. Ich kann auch viel schneller trommeln als meine Kollegen übrigens. Ich zeig's dir mal. Welche Oper freust du dich immer besonders, wenn sie auf dem Spielplan steht? Also ich freue mich eigentlich immer sehr auf den Ring von Richard Wagner. Da ist viel Pauke drin und das ist auch sehr schöne Musik. Ich freue mich aber auch zum Beispiel immer auf das Schlaue Füchslein, das mag ich sehr gerne. Oder Jenufa von Janacek, auch beide. Was machen die Nachbarn, wenn du zu Hause übst? Also das ist bei mir so, dass ich nur einige Sachen zu Hause übe, zum Beispiel Marimbafon oder jetzt Xylophon, weil ich finde, das ist nicht so belastend. Aber wenn ich jetzt länger üben will, dann übe ich auch lieber hier in der Oper.
ich habe eigentlich früher nie zu Hause geübt. Ich habe an der Oper hier gewohnt und bin immer hierher gegangen. Und jetzt, wo ich in Potsdam wohne, weiter draußen, da habe ich einen Keller, da habe ich alles aufgebaut und da hören meine Nachbarn gar nichts. Ist dir das Spiel nicht manchmal zu laut? Mir ist es nicht zu laut. Ich habe früher in Rockbands gespielt, das war viel lauter. Ja, das Spielen ist schon, wenn man jetzt viel übt, ist es schon auch manchmal ein bisschen laut natürlich. Und dann ist es schon so, dass ich mir dann so ein bisschen Gehörschutz in die Ohren mache, damit ich einfach länger eben auch gerade laute Sachen üben kann und das für die Ohren nicht so anstrengend ist. Welche Instrumente gehören zu der Gruppe Mallets? Ja, die Mallets, also die Stabspielinstrumente, sind schon an sich eine sehr große Gruppe. Ich habe jetzt hier mal ein paar zu stehen, die man dann mal sehen kann. Also das ist, also hier zum Beispiel das Xylophon mit Holzstabspielen und das Glockenspiel ist mit Metallstabspielen. Das Ganze gibt es dann auch noch eine Nummer größer. Beim Xylophon die Nummer größer heißt dann Marimbaphon und hat dann einen ganz anderen Klang. Ich kann das mal ganz kurz zumindest aus der Ferne zeigen. Ja, Vibraphon, genau, das haben wir ja auch noch. Ist auch mit nochmal anderen Schlägeln. Ja, also auch viel weicher als das Glockenspiel. Und da gibt es natürlich schon noch mehr Sachen. Ich weiß, ach, da hinten haben wir sogar noch ein Crotales Spiel. Kannst du mal schauen, das sind dann so kleine Schalen, die klingen, sind auch in Tönen gestimmt. Ja, das wird dann auch mit Metallschlägeln angespielt. Also es ist schon eine große Anzahl. Ist gar nicht so leicht zu sagen, wie viel, aber ist viele. Wie viele Trommeln gibt es? Es gibt unzählige Trommeln. Auf der ganzen Welt, in jedem Land, ganz unterschiedliche Trommeln. Guck mal hier, die sind ganz winzig. Siehst du, das sind solche Babytrommeln. Die klingen ganz hoch. Und dann haben wir aber große Trommeln, wie die große Trommel aus dem Orchester, die klingt ganz tief. Und dann gibt es dazwischen die sogenannte kleine Trommel, die Piccolo-Trommel, die Rührtrommel. Dann gibt es afrikanische Trommeln wie die Congas und die Bongos. Und so müssen wir Schlagzeuger alles bedienen, auf unterschiedliche Art. Was ist der Unterschied zwischen Trommeln und Pauken? Das ist eine gute Frage. Trommeln machen ein Geräusch und haben keinen genauen Ton. Und die Pauken haben einen genauen Ton. Wie ist die Pauke aufgebaut? Also die Pauke, die besteht aus einem Kupferkessel. Das ist ja das, was man als erstes sieht. Das ist hier dieser große Kessel. Dann hat die Pauke ein Pedal, mit dem sie die Tonhöhe verändern kann. Das sieht man hier unten. Wenn ich das Pedal nach unten drücke, dann wird dieses Fell angespannt und dann geht der Ton nach oben. Das kann ich mal demonstrieren. So ist es ganz tief. Und jetzt wird er immer höher. Was ist das Besondere an der Pauke? Also das Besonderste an den Pauken ist eigentlich, dass es das einzige Schlaginstrument ist, was man stimmen muss. Wenn ich anfange zu üben, dann fange ich eigentlich immer so an, dass ich diese Stimmgabel nehme, sie mir ans Ohr halte und dann stimme ich die Pauken ein. Und während einer Vorstellung muss ich auch immer kontrollieren, ob die Stimmung noch stimmt, weil wenn es draußen anfängt zu regnen, dann saugen sich die Felle voll mit Wasser aus der Luft und werden tiefer. Und das muss ich ausgleichen. Deswegen sieht man Pauker ganz oft in Konzerten oder in Vorstellungen, wie sie ganz leise mit dem Finger hier drauf schnipsen und ihr Ohr ganz nah hinhalten, um zu hören, ob das noch stimmt. Woraus sind die Felle der Pauke? Also die Paukenfelle, das hört man ja schon am Wort. Ein Fell, weiß ja jeder, was das ist, von einem Tier, in dem Fall von Kühen. Und die Haare sind abgemacht, das Fell ist ganz dünn gezogen
Und daraus sind diese Paukenfälle gemacht. Und noch eine letzte Frage, wann kommt die Pauke in der Oper vor? Die Pauke wird sehr gerne eingesetzt, wenn Personen auftreten. Dann gibt es ein Signal, auch oft zusammen mit den Trompeten eben, spielen Pauken und Trompeten ein kurzes Signal, dann kommt eine Person. Manchmal ist das Signal auch ein bisschen länger. Und in einer meiner Lieblingsopern, in Tod in Venedig von Benjamin Britten, da gibt es ein ganz großes Paukensolo, als eine Person auftritt. Dann werden Pauken sehr gerne eingesetzt, wenn es dramatisch wird. Und zwar in zwei verschiedenen Arten. Einmal, wenn es ganz leise ist und dramatisch und spannend, dann werden die Pauken so eingesetzt wie ein pochendes Herz. Ganz leise, vielleicht ein Streicherteppich und dann kommt ganz leise die Pauke dazu. Sie wird allerdings auch sehr gerne eingesetzt, wenn es dramatisch wird und laut. Ganz zum Schluss werden auch sehr gerne die Pauken eingesetzt mit einem Schlusswirbel. Da gibt es bei Verdi ganz oft einen Schluss, wo die Pauke wirbelt und der Rest des Orchesters macht nur Tada, Pauke wirbelt, Tada, Pauke wirbelt und Abschlussakkord. So, jetzt machen wir ein Quiz. Oh, schön. Wie klingt denn zum Beispiel Meeresrauschen? Klingt das echt? Ja, das klingt sehr echt. Wie klingt denn Gewitter? Oh, Gewitter. Da brauche ich meine Kollegen. Das ist kompliziert. Denn Pferde getrampelt. Moment. Was ist mit Löwengebrüll? Perry, mach doch mal die Augen zu und hör nur hin. Vielleicht klingt es dann wie ein Löwe. Ja, das klingt irgendwie wie ein Löwe, ja. Ja, gut. Und bei Opern müssen wir auch manchmal Effekte spielen, zum Beispiel wenn getrunken wird, wie bei La Bohème, da spielen wir auf einem echten Weinglas. Du weißt doch, wie Herzklopfen klingt. Oh, Herzklopfen, das ist ganz einfach. Da brauchen wir die Großtrommel. Die müssen wir dann ganz tief stimmen, ganz tief. Und dann müssen wir uns drauflegen und ganz wenig Ton haben und dann kommt das Herz. Noch Wünsche? Nein.